Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal Counter-Strike CSGO, Alter. Da ist ja quasi gerade ja im Umlauf, dass Source 2 rauskommen soll. Also quasi ein Visual Upgrade irgendwie für Counter-Strike GO. Wie genau und was und wie, habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Ich habe das auch nur so ein bisschen auf Twitter aufgeschnappt bei Trilux und so. Grüße gehen raus. Und ich habe jetzt heute Morgen mit dem lieben Sterzig meine Runde Wingman gespielt, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder es, weiß nicht, ich glaube, er hat es vielleicht schon veröffentlicht, vielleicht auch nicht. Könnt ihr mal auf jeden Fall bei ihm schauen, da haben wir ein bisschen Wingman gespielt und irgendwie hat mich das wieder so ein bisschen angefixt. Irgendwie hatte ich dadurch wieder so ein bisschen Bock auf Zocken, Ala. Ich kann jetzt, glaube ich, so statistikmäßig nicht viel zeigen, außer, ja, 670-80 Stunden in dem Spiel. In CSS damals hatte ich 1320 Stunden oder so. Ja, basically ist das so ein bisschen der Stand der Dinge. Ich habe jetzt ultra lange nicht gespielt, habe jetzt aber so wie gesagt ein paar Wingman-Runden gemacht. Ich kenne auch ganz viele neue Maps zum Beispiel gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mal Bock, hier eine Runde reinzuhauen. Und das Tuscan zum Beispiel jetzt mittlerweile auch in CSGO ist. Wer weiß, wie lange das schon so ist, ne? Jetzt kommen hier wieder die Leute. Aber ist das eine Map? Nee, es ist einfach. Es ist einfach nur Premium, okay. Scheinbar habe ich Premium, weil ich das Spiel irgendwann gekauft habe. Ancient ist, glaube ich, das alte Aztec. Anubis? Oder ist das Anubis? Das sieht schon sehr nach Aztec aus, muss ich sagen. Ich würde die einfach mal drin lassen, in Hoffnung, dass wir die vielleicht auch nicht bekommen. Und ansonsten nehme ich tatsächlich nur Maps mit rein, die ich auch irgendwie kenne. Und wenn Mirage drin ist, kriegt man sowieso meistens Mirage. So, wählen Sie die gewünschte Spieldauer. Nach beliebiger Spieldauer suchen. Gewinnen Sie 9 Runden, um das Spiel zu gewinnen. Gewinnen Sie 16 Runden, um das Spiel zu gewinnen. Klassisch. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Ist auch relativ neu dann wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht richtig reingeschaut. Lange nicht richtig Counter-Strike gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so wirklich so eine kleine Phase hatte, da habe ich sogar die Videos damals hier auf diesen Kanal hochgeladen. Und das ist jetzt nun mal schon auch ein bisschen was her. Sind wir da mal ganz ehrlich. Also es sind bestimmt schon 2 oder 3 Jahre, in denen ich, ja, jetzt einfach kein Counter-Strike gespielt habe. Dann kam ja zwischendrin nochmal Valorant, da habe ich auch ein bisschen reingegrindet und, ja, Kenner dieses Kanals wissen halt, dass ich jetzt gerade das letzte Jahr fast nur Tarkov gespielt habe. Aber ich habe ja auch versprochen, ich gucke mich jetzt links und rechts wieder mal ein bisschen mehr um und um den neuen Hype von CSGO 2 oder CSGO Source 2 oder wie auch immer das dann heißen wird, gerecht zu werden oder um da ein bisschen mitzumischen, habe ich gedacht, wir gehen jetzt heute einfach mal in einen ganz normalen Wettkampf rein. Ich lade das auch hoch, egal wie es jetzt endet. Ja? Ob wir jetzt hier kassieren oder nicht, weiß auch nicht, wie das Matchmaking ist. Ja, ich mache mal den, für die Aufnahme mache ich, glaube ich, mal den Netgrafen aus. Ich glaube, letztes Mal haben die Leute da irgendwie rumgestänkert. Ich kann ja nur mal den Netgrafen aus. Der übelst scheiße aus. Wir Oldschooler, wir hatten den immer an. Ja, weil wir immer wissen wollten, was Phase ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, diese Aufwärmphasen hier, finde ich auch ganz interessant. Oh, der hat es jetzt dann doch nochmal in den Nacken bekommen. Alles klar, ciao. Ich war früher eine absolute AWP-Legende. Okay, das hat sich aber jetzt natürlich ein bisschen erübrigt. Der ist sauer, weil ich den gemessert habe. Habe ich ihn. Klasse. So. Haben wir ihn. Nee, haben wir nicht. What? Nein! Ich hab, dachte, ich hätte ihn erwischt. Ich dachte, ich hätte da Blut gesehen. Naja. Ja, also wie gesagt, meine Counter-Strike-Zeit ist ein bisschen länger her mittlerweile. Scheiße. Aber hab ich mitgemacht, das Spielchen. Finde ich cool. Oh. Ja, wir müssen erstmal wieder ein bisschen, ne, hier. Ich meine, diese Deathmatch-Sachen waren sowieso nie was für mich. Da sind ja ganz viele Leute, die spielen dann irgendwie Aimlab oder weiß der Geier. Spielst wahrscheinlich ein bisschen laut für euch. Mach mal einen Ticken leiser.
Okay, er will auch einfach nicht sterben. 81 in 4. Ich habe aber heute schon den ganzen Tag immer so ein bisschen Ping-Probleme gehabt. Okay, jetzt übertreibt er mit Headshots. Das geht so nicht. Ich habe einen neuen Gegner, by the way. Wie scheint. So, jetzt haben wir ihn. Schön weggeklickt. So. Oh no. Ah! Der Schofield wieder. Gut, let's go. Jetzt geht's los. Hello, friends, hello. Gut. Kommunikation. Passt schon mal. Also ich meine, das 2 ist, glaube ich, jedem ein geläufiger Begriff. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Jetzt geht hier jeder alle... Jeder geht hier woanders lang. Okay. Muss natürlich auch Callouts machen. Sehr gut. Hier auf lang einen weg. Another one, another one. Oh, Russland. Russen sind wohl ganz viel immer noch in Tarkov, wollte ich schon sagen. Oh, one is long, one is long. Mach mal hier den Sound ein bisschen lauter von den Mates, weil ich habe vorhin einen in Wingman gehabt. Auch tolle Neuerung, also was heißt Neuerung für viele wieder? Oh, Wingman gibt's schon seit 10 Jahren. Für mich ist das alles noch neu. Ich habe super lange kein Counter-Strike gespielt. Und deswegen ist das hier natürlich jetzt auch alles noch relativ frisch für mich. Oh, 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 oh. Oh, der kriegt den nicht down. Hilfe. Hilfe. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ja. Ich war ja früher tatsächlich sehr viel in Counter-Strike unterwegs. Das war so mein erster E-Sports-Titel, sage ich jetzt mal. Ich habe mit CSS damals angefangen. Jetzt reden die jetzt die ganze Zeit, ne? Ja, ich habe mit CSS damals angefangen. Und das war dann noch basically so mein erster Grinding-Shooter. Was will er von mir? Noch hier lang gehen, wenn ich hier lang gehen will. Richtig Smoke. So, richtiger Frag. Komm mit. So, haben wir wieder 2 abgeholt. Ja, geht doch langsam. Geht doch langsam. Wird doch, wird doch, wird doch. Sehr gut. So. Das ist auch so ein Muscle-Memory-Ding mit diesem Kaufmenü, ne? Das hat man irgendwann einfach wieder alles drin. Da gibt's einfach keinen... Linka, kalinka, kalinka, maja. Shit, eh kein Wort, ne? Ach, da sind beide close schon. Aber das ist halt bitter, ne? Dass der uns kriegt. Aber dann muss ich auch sagen, es gab doch mal hier so einen Kampf, wo man alle muten kann, oder? Ich mute einfach alle. Weil, also, da, ich verstehe nichts, wenn die Russisch reden. Und dann ist das so. Guck mal, die Gegner sind einfach, die heißen, ach, wir heißen nicht mit unseren richtigen Namen, sondern, das haben die, glaube ich, auch irgendwann mal so aus Schutz gemacht, dass die echten Namen nicht angezeigt werden, weil so viel geflamed wurde oder so, ne? Ich versuche es bei solchen Matches eigentlich anfangs immer, da mitzugehen. Aber das wäre eine Smoke. Und wenn ich merke, die Communication wird nichts, gehe ich raus. Weil sich da jetzt aufzuhalten, ich geh nicht. Das ist ein Problem. Lada.
La-da-di-da-da-da-da. Wichtiger Frag. Oh, ich hab ihn. Nice. Die haben die Tür gedreht. Oh mein Gott. Geil. Hier war irgendwo eine Arve oder so. Die snacken wir uns mal. Ja, siehst du, das ist ja wie Fahrradfahren hier. Hallo, der Lachs. So, dann gucken wir mal, was wir da so finden in der Mitte. Ob wir uns da einen wegschnabulieren können. Das geht auch nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, krass. Das sind für mich Änderungen, von denen habe ich noch nie erfahren. Das ist alles neu jetzt tatsächlich für mich. Das ist eine Kiste, oder was? Gut, ich würde einfach mal mit nach vorne gehen. Wo sind die Leute? Schön ein weggesmoked. Wir müssen auch nicht jedes Mal was killen hier. Jetzt will ich die Arve droppen. Von unten war was. Oh. Haben wir? Stark. Ja, es läuft noch. Es läuft noch. Ja, wenn man ein bisschen trainiert im Leben, dann kommt der Rest ganz von alleine, sage ich immer, ne? Like always ultra. So. Ja, bei dem Kontostand 4-1. Ich glaube, ich bleibe bei 83 Rüstungen. Das passt schon. Dann gehen wir mal weiter. Ba-da-da-di-da-da-da-da. Da stehen eigentlich immer welche, wenn hier welche sind. Ich smoke hier erstmal einen weg. Ah, von hinten auch noch. Shit. Ja, da habe ich nicht gesehen, wo meine Mates sind. Ich dachte tatsächlich, wir sind kurz auch durch. Aber sind wir nicht. Aber sind wir nicht. Wir sind lang durch. Gut. Oh, war ja. Wie viele sind es denn noch? 2 gegen 3. Einer von uns ist ein Pilz. Ah, ja, die haben jetzt mal eine Arme, ne? Es ist aber auch, man merkt schon, also meine Elo angemessen hier. Also dafür, dass ich jetzt lange nicht gespielt habe, ist jetzt mein erstes Wettkampfmatch. Seit langem finde ich das eigentlich sehr angemessen vom Skill-Level her. Also ich bin jetzt nicht sonderlich gut, krieg aber nicht nur ins Maul. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also so wie es ist. Ja? Kann ich mit umgehen. Offensichtlich gehen wir jetzt B. Ist halt die Frage, ob er flasht, ne? Ah, witzigerweise wissen sie jetzt Bescheid. Das haben die auch geändert, glaube ich. So. Muss nicht nur Headshots verteilen. Kann auch. Bleib im Tunnel.
Ja, gut. Das war der letzte E. Ich weiß gar nicht, warum die da pushen. Push doch nicht. Das ist halt Quatsch. Jetzt eher meine Arbeit, wird safe. Muss eigentlich noch Zeit schon. Boah. Na gut. Ja, der ist aber auch 7-2. Also. Der macht es schon. Der macht es schon. Was ist das jetzt? Die war ja richtig scheiße, die Smoke. Ah, von hinten in den Tunnel, ne? Ja. Was? Ich wahrscheinlich schneller nach vorne gehen sollen. Na, 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 na. Früher hieß das Cutters und nicht Tunnel. By the way. Ja? Um das nur mal hier kurz zu sagen. Damals, zu meiner Zeit, haben wir es Cutters genannt. Aber irgendwie hat sich das dann umgeswitcht im Leben. Ist eigentlich immer bei CSS auch ganz cool fand. Es gab immer so Pakete, die man sich zusammenstellen kann, so Einkaufspakete. Das haben sie dann aber mit CSGO, glaube ich, rausgenommen und ich glaube auch nie wieder eingeführt. Oder es ist an mir vorbeigegangen. Und ich weiß einfach nicht, wie es geht. Das kann natürlich auch sein. Natürlich geplant. Das Gute ist, wenn man weiß, wo man hinspringen muss. Dann ist eh egal. Früher könnte man genau auf die Treppe hier gucken. Ich glaube, hier reicht schon nicht mehr. Ah, ich war so verwirrt, weil rechts habe ich einen gesehen und links. Ich habe gehört auf den links im Tunnel. Und den rechts dann zuerst gesehen. Das war ein bisschen bitter. Bitter vom Leben her. Ja? Naja. Na, 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 na. Eins gegen fünf und er kriegt den Plant durch. Schade, fast sogar noch einen Kill geholt. Ja, man muss natürlich mehr auf Köpfe zielen. Da bin ich jetzt natürlich durch meinen Tarkov-Gameplay so ein bisschen hat sich das alles ein bisschen verschoben, weil bei Tarkov ziele ich zumindest selten instinktiv auf den Kopf. Weil, ja, bei manchen Waffen musst du da halt auf andere Körperteile schießen. Also zum Beispiel Beine oder so, wenn du durch gewisse Rüstungsklassen nicht durchkommst oder so. Hier habe ich gerne die OMP gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch taugt. Nicht ehrlich. Wir versuchen mal was Schnelles. Einfach noch nicht da. Ich habe gerade ein bisschen hingehört, deswegen habe ich meine Schnauze gehalten. Aber das war natürlich jetzt. Das war natürlich wild. Vom Leben her. Das war natürlich wild. So. Oh. Ich finde so Scout-Kills sind richtig sexy. Also irgendwie Aave kann jeder. Aber Scout ist schon irgendwie immer nochmal was Eigenes. Also das Schöne an Counter-Strike ist halt irgendwie für mich immer, und das ist zumindest auch für mich jetzt so das Größte als Valorant zum Beispiel. Ja, viele sagen ja immer, man kann Valorant und Counter-Strike nichts vergleichen. Das halte ich zum Beispiel für völligen Quatsch. Man kann es sehr gut vergleichen. Der grobe Unterschied ist aber, wenn man bei Valorant erstmal ein bisschen raus ist, dann gibt es halt einfach
ich sag mal, irgendwie 3 neue Agents. Und du musst erstmal wissen, was können die eigentlich? Du musst erstmal deren Abilities checken und so. Und da, ja, ist man, glaube ich, erstmal lange beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ne? Und bei Counter-Strike kannst du halt hier einfach wieder ein paar Headshots drücken, auf ganz entspannt, auf absoluter AG-Basis. Und es juckt niemanden, ne? Also da bist du halt nach einer Runde, bist du wieder drin eigentlich. Und man merkt jetzt bei mir auch schon, da kommt einiges wieder zurück. Zwar habe ich jetzt gesagt, ich habe schon gesagt, oh mein Gott, bitte holt die ab. So. Ganze fucking bomb, mate. Ich habe die AK tatsächlich besser. Wobei, ich nehme die Arme mit. Schau in die Tunnels. Da kommt schon einer am Fenster, glaube ich. Es ist aber nur noch der eine. Schön abgelenkt. Ist egal, ob ich ihn treffe oder nicht. Aber er hatte Fokus auf mich, dann konnte der andere finishen. Ne? Perfekte Runde da. Am Schluss noch. So, ja. Also es gibt irgendwie für mich keine Running Order, was irgendwie Flashes oder sowas angeht. Ich kaufe immer eine Flash. Mindestens. Ich finde aber eigentlich irgendwie immer 2 Flashes besser als ein Molly. Aber Molly kann auch richtig cockblocken. Also das merke ich halt immer, wenn gut gesetzte Mollys auf mich gehen. Da bin ich ganz oft einfach an dem Punkt. Ich kann mal hier auch rüberwerfen. Jetzt nicht so gut, by the way. I'm throwing smoke. Throwing a decoy. I'm throwing a flashbang. Shit. Ich hoffe, der zeigt sich gleich nochmal. Oh, von hinten gibt's auch Ärger. Machen wir das jetzt. Ihr seid leider nicht so trustsicher gewesen. Ich wäre so ein Assi, ich hätte mich da hinter die Tür gestellt. Wir halt nur 30 Millisekunden, ne? Ich wusste nicht, ob sie wissen, dass ich da bin, aber sie mussten es eigentlich wissen, weil sie, ja, wir haben auch Zeitdruck gehabt und so. Ja, schade. Da haben die Nerven versagt an der Stelle. Wir versuchen es aber nochmal mit Narbe. Ihr schreibt mir mal am besten rein, falls wir jetzt hier irgendwie öfter mal wieder Counter-Strike spielen, was kann ich mir für geile Skins holen? Für mich am wichtigsten sind die AK, die AWP und die M4 Silence. Was es da denn für Skins gibt? Das Messer, das habe ich schon Asbach-Uralt lange. Das habe ich zwischendurch immer wieder mal verkauft, aber ich habe eigentlich immer dieses Messer benutzt. Und ja, sagt mir da gerne mal, was ihr davon haltet. Oder was es da so gibt. Oh, ich habe den getroffen sogar. Assist bekommen, selber geflasht, auch gut. Ja, ihr seht schon, ne? Ein bisschen eingerostet sind wir schon. Gut. Hier steht noch eine Habe. Ich glaube, ich will mal Richtung B gehen. Die Frage ist, ob die Bock haben hier. Richtig? Wieder 2 AWPs. Hm, ich glaube, ich muss aufhören, AWP zu spielen. Bin aber schon wieder Topscorer in meinem Team. Aber es ist auch ein sehr ausgeglichenes Match. Jetzt nicht irgendwie krass weit vorne oder so. AWP immer schon nur 5 Schuss im AWP-Magazin?
dass ich danach beschützen kann. Aber grün rastet aus. Alles schon drauf. Scheiße. Das habe ich so schlecht gespielt. Das, ich habe die Bombe auch scheiße gelegt. Das war alles kacke. Eieiei. Die geht voll auf mich. Die geht voll auf mich. Wieso lege ich. Ich dachte, ich kann da so durchgucken. So einen Tunnel konnte ich gar nicht. Aber die haben auch, glaube ich, einfach manche Wände gezogen, ne? Also man sieht es auch hier im Spawn und so. Vielleicht war das früher so oder ich hätte die einfach weiter vorne platzieren müssen. I don't know. Früher konnte man die genau so an dieser Kiste platzieren und dann konnte man quasi von da in den Tunnel da noch hingucken. So, aber das, ja. Naja. You'll never learn enough. Aber ich finde solche Änderungen cool, muss ich sagen. Das bringt nochmal ein bisschen Variation mit rein. Ist ja auch irgendwie Counter-Strike so eines der taktischsten Post-Taktik-Spiele ever, so weißt du? Kann ich reden. Und natürlich 2 von 5 am Spawn AFK stehen, ist natürlich mega kacke. Er ist sogar nicht mal AFK. Er hat gerade die Maus bewegt. Er ist nicht mal AFK. Das ist ja auch interessant. Ja, weiß nicht, wie viele AFK-Haller hat man so in dem Spiel mittlerweile? Ja, man könnte natürlich auch mal so eine Pre-Lobby etablieren, sag ich jetzt mal. Wo man einfach mal so ein paar Jungs und Mädels zusammensucht aus der Szene und sagt, ey, lass mal ein bisschen Matchmaking machen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Pizmeets immer gerne spielen. Wir wollten eigentlich mal ein Showmatch gegen die machen. Aber ja, die Pizmeets, die sind ja eh schon immer zu fünft. Ich glaube, die sich da mal zwischenmogeln wird wahrscheinlich eh nicht. Ja, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, mit da mal Counter-Strike zu spielen. Dass der die ganze Zeit AFK ist, das tiltet ein bisschen. Übrigens letzte Runde. Ich habe keine Dings gekauft. Aber ich hatte auch nicht genug Geld. Ich konnte. Jetzt alles auf jeden Fall wieder da. Shit. Ja, ich war halt blind AF, ne? Was kostet denn jetzt ja auch noch die Runde? Der Violet ist richtig stark, ey. Wahnsinn. Der rastet richtig aus. 2 gegen 2. Wir können es schaffen. Blau ist nicht so stark. Aber Violet rastet ganz schön aus. Violet rastet ganz schön aus. Oh, die Smoke ist nicht gut. Wichtig! 1:2 Situation. Also 2 gegen 1. Bitte plante die scheiß Bombe. Das zählt mich immer, wenn die dann noch so einen Schwenker zur Seite machen. So ohne Grund auch einfach. Jetzt stehen beide auf dem Spot. Die Nate hätte beide töten können. Ihr verpisst euch. Oh, der ist so tot. Ich würde mich einfach gar nicht zeigen. Oh! Ich würde mir einfach. Ja, er macht's richtig. Sehr schön close. Wo guckt er denn auch dahin? Ja, also ich habe da schon kommen sehen, dass die beide verrecken. Ich habe es leider kommen sehen. Erstmal er, der hinten. Ja, ich kann jetzt natürlich viel labern, ne? Erstmal besser spielen, ich weiß. Aber ne, ich hätte es halt anders gespielt. Aber man selber hat auch immer ganz andere Ideen und so. Aber es ist winnable. Ist winnable. Ich werde wahrscheinlich füllen. Ich mache das, wenn ich mit Random spiele, eigentlich immer so, dass ich die Position fülle, die keiner spielt. Weil ich will, also gerade auf der Map hier, habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich alles spielen. Ja. Gucken wir mal. 3 Leute Richtung A. Hm. Vielleicht wegen erster Runde oder so. Auf jeden Fall klar. Als ob die da noch alle chillen und keiner blind ist. Wahnsinn.
Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hell? Eiskalt möchte ich, dass du dein Mauli hältst. Ja gut, aber ich muss sagen, also dadurch, wie gesagt, dass ich heute schon ein paar Runden gespielt habe, ich habe auch schon ein paar Kisten aufgemacht, leider nichts dabei gewesen. Ich habe Bock, wieder mal ein bisschen mehr in CS reinzuschauen, tatsächlich. War ja früher echt mein absolutes Lieblingsgame. Und es ist eh wie ein bisschen wie Fahrradfahren, also wenn man die Änderungen der Spots drauf hat. Das ist ja auch das Schöne, die Maps sind jetzt hier nicht so elendig groß wie in Tarkov zum Beispiel. Ich glaube, ich spare mal komplett rein. Ich mache mal was Schnelles. Bis wohin die mich hören. Normalerweise hört man schon sehr bald in der Mitte was. Ei. Jetzt aber flott. Den kriege, dann habe ich noch Chancen. Dann habe ich eine AK und dann kann ich one-tappen, aber ich habe kein Aim. Schade im Arsch. Ja, hätte ich eben gespart. Naja. Wir sparen nochmal so halb rein. Die USP ist schon eine gute Pistole. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da so durchgehen. Da hat einer später geflasht, glaube ich. Weil er war direkt am Tor. Ich dachte, ich renne einfach durch die Flash durch. Aber... Also da gehe ich auch gerne viele Risiken ein, so. Man steht eh jetzt 10 zu 7. Und es liegt jetzt nicht nur an mir, dass wir irgendwie verlieren oder so. Wie gesagt, der Violet ist sehr gut. Ist jetzt irgendwie aus dem Down. Haben wir leider nicht die Mitte gecheckt. Und Blau rastet jetzt doch raus. Counter-Strike ist auch für mich immer so ein Spiel gewesen, wo man alleine viel reißen kann. Fand ich eigentlich immer sehr nice. Gerade so Solo-Queue habe ich in Counter-Strike immer eigentlich gerne gespielt, weil es spielbar war für mich. Also es war ein Game, wo ich das Gefühl hatte, yo, es liegt jetzt nicht an anderen Leuten, dass mein Spiel gut läuft. Also zum Beispiel bei League of Legends ist es ja so, da hast du halt ein Team aus 5 verschiedenen Champions und wenn ich Taub nicht passt oder wenn ein Gegner übelst gefeedet ist, dann hast du meistens verloren. Ne? Weiß ja gar nicht mehr, was er machen sollst. Aber ja. So viel dazu. Gut, jetzt habe ich doch nur 2 Flashes, aber es passt. Kauft auch jeder, wie er Bock hat. Leider. Ja, ich pack mal. Geh mal mit auf B. Flash und hat uns selber geflasht. Auch nicht schlecht. Achso. Ich habe meinen Mate getroffen. Weil ich nicht gesehen habe, dass er durchgepusht ist. Hä, wie geht das? Wie kann er unten durchgehen und dann steht dann oben einer, unten ein Tunnel? Das ist ja wieder Timing. Wahnsinn. Was ist das jetzt wieder für ein Quatsch hier? Was macht ihr da? Oh, weia. Oh, weia. Jetzt sind die beide fast dadurch gestorben, ne? Na, aber noch ist hier nicht Hopfen und Malz verloren. Ist nur noch ein Gegner. Wir können hier noch was reißen in dem Match. Wir müssen uns noch nicht komplett aufgeben. Ich muss mal wieder ein paar Kills machen. Muss mal aufhören zu trollen jetzt. Das wäre wichtig. Ich muss mal aufhören zu trollen. Aber ich meine, das ist auch immer so ein Ding, der Vorführeffekt. Würde ich jetzt hier einfach nur sitzen, nicht kommentieren, nicht aufnehmen, wäre das ein anderes Match. Also nicht komplett anders, aber ich würde einfach anders spielen. Ich würde ja nicht die ganze Zeit reden zum Beispiel.
Aber es gehört zum YouTuber-Sein dazu, weißt du? Von dem her. Schöne Sache. Schön gemacht. Ja, also wirklich. Ich finde, auch wenn jetzt die Gegner ein bisschen führen, ich finde es echt ein ausgeglichenes Game. Oh, ey, ich muss mal ein bisschen aufpassen, wie ich kaufe. Ich kaufe irgendwie jede zweite Runde keine Armor, ne? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay, ja, gut. Jetzt geht er da auch weg. Also. Ich bin ja gerne der jemand, der von hinten kommt. Im Leben. Ist da eine Arve oder? Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Spieler. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt verlieren, ist das nur meine Schuld. Wir verlieren. Weil auch... Ja. Das ist nur meine Schuld. Wieso töte ich ihn nicht? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das tut mir leid. Ey, ich hab einfach so. Ich hab gar nicht. Warte, ich hätte nur einmal so nach links. Warum mach ich das nicht? Oh, Mann. Das ist ein Tilter. Da bin ich ehrlich. Das ist einfach nur ein Tilter. Naja, gehört dazu. Oh. Long many flashes. Wir können alle kurz. Das wird gleich heiß. Au. Ich hab noch 12 HP. Ich jetzt hier gerne. Oh, ich kann hier pingen. Junge, er ist auch. Er ist immer AFK. Er ist fuck so ab. Es fuckt so ab. Sorry, aber. Mein Gott. Ich wollte tatsächlich jetzt gerade nur seine Waffe haben. Ah, naja. Jetzt bin ich doch noch ein Letzter. Haben die mir einen Kill abgezogen? Ja gut, ein Minus, ne? Ja, logisch. Minus eins. So, haben wir uns zurückgeholt, die Kills? Auf wichtig. I got him. Ah, haben wir nochmal 3 Kills geholt hier, wichtig. So, okay. Nice. Let's move out. Das heißt, man kann hier gar nicht mehr so Leute wegmachen, ne? Früher kann man sich ja hier mega das Duell geben. Was haben sie jetzt entfernt? Oh Mann. Der war schon ganz los. Junge, er ist wieder AFK. Also der Orange-Typ, der geht mir nicht auf den Sticker, ne? Ist das ganze Match immer wieder für eine Runde oder zwei AFK. Wir hätten einfach 3-4 Runden mehr rausholen können. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Was sehen meine Augen? Oh weia.
Na gut, 2 gegen 2. Werden wahrscheinlich beide auf B schon sein. Nee, einer ist hier vorne noch. Und grün mit der Scout. Ich finde halt, Konstantin, kann man auch mega nice kommentieren, weil immer Action ist. Oh. Aber es müsste noch einer im CT sein. Einfach doch. Nee. Immerhin. Junge! Da lag ein Kid! Oh nein! Ist das tragisch! Es ist auch safe irgendwie so Silber-Elo oder so, wo wir hier sind. Ich bin einfach Letzter. Das muss man sich mal geben, ne? Aber ich habe trotzdem Spaß. Also der Orange, der geht mir auf den Sack. Aber ansonsten macht's Bock. Er ist halt immer noch AFK, ne? Aber wie kann das sein, dass er nur 4K hat? Das heißt, er kauft ab und zu eine Waffe. Hm. Und ich hätte ja eigentlich auch einen Kill mehr, ne? Tolle Smoke. Tolle Smoke, muss ich sagen. Also es war wirklich eine klasse Smoke. Und er ist AFK. Ich würde gerne, er hat sich sogar eine Waffe gekauft. Ich glaube, das ist das ein Bot? Kann man in Counter-Strike botten? Aber er spielt schon sehr menschlich. Er kriegt ja auch einen Kill. Ich finde das immer schade, wenn man keine Zeit hat zu spielen. Ich meine, es kann ja immer mal was sein. Aber was ich nie verstehen werde in Games, warum gehst du AFK? Warum gehst du AFK? Ich meine, gut, wenn es die Verbindung ist. Oder wenn es irgendwie, ne, gerade brennt der Herd. Dann verstehe ich das. Ne? Weiß man jetzt ja hier in dem Fall auch nicht. Aber ey, dann, keine Ahnung, schreibt doch, sorry guys, I have problems at my home. I might be AFK for a round or two. I'm sorry. Dann kann man ja kommunizieren. Ich meine, der ist ja immer wieder mal da. Aber dass der dann immer so random AFK geht, verstehe ich gar nicht. Muss ich sagen. Das verstehen wir gar nicht. Ne? Wir können jetzt nochmal versuchen, gleich ein bisschen zu einzutryharden. Aber wir sind echt auch nicht so gut dabei. Oh. Bitte nicht zeigen. Ich würde ja gerne pingen dürfen. Darf ich nicht. Er muss doch planten. Oh mein Gott. Er hat fast sein Mate getötet. Und er kriegt den Kill. Er hat 6 HP verloren. Ich glaube, er hatte eben 12 oder 10 oder so. Oh Mann. Wenn alles nichts hilft, auch mal so ein kleiner Tipp von einem Veteran wie mir. Wenn alles nichts hilft, dann hilft immer die Pro 90. I swear. Dann werft ihr hier schöne Decoy ins Pit oder in die Richtung und ihr rennt auf Short durch. Die Pro 90, die Leute um die Ecke. Einer Tunnel hinter mir. So. Als ob da einer steht. Oh, triggert mich das wieder. Oh, nein. Oh, ja. Gemeinsam, ja. Oh, perfekt. Team Flash. Jetzt defuse den Bums. Wir sind noch drin. Believe, pray, believe. Ja. Der Pro 90 Frag, der hat gesessen. Wir haben immer noch nicht genug Geld. Das Aim bei uns allen ist auch wirklich gottlos schlecht. Muss man einfach mal anerkennen. Deswegen ändern wir nichts an unserer Taktik. Außer, dass wir diesmal keine Flash haben. Und werden wieder durch Pro 90. Let's get this over with. Decoy is out. Pass mal auf.
klappt so oft, ne? Leute, da nicht hingucken. Ein bisschen so ein toter Winkel. Der hätte mich sogar noch winkeln. Die gehen nicht durch, ne? Aber die Bombe haben sie da noch gesehen. Back Orange. Wir können jetzt halt Richtung B rotieren, aber Orange kriegt das mit. Ja. Wenn ich die Shots richtig deute, kommen die Richtung B. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht checken. Easy win. Wichtige Runde. Ja, und das also mit dem Ping, dass das jetzt geht, das ist grandios. Klasse. War jetzt nicht sauber gekillt, aber wir haben das Beste draus gemacht. Weißt du, wie ich meine. Hat auch wieder keiner geguckt. Und du darfst aber nicht jede Runde an der gleichen Stelle stehen, ne? Wichtig auch. Let's go. Nicht jede Runde an der gleichen Stelle stehen. Oh no, die Wand hat mich geblockt. Wir bleiben drin. Wir bleiben in der Smoke. Ich weiß nicht, ob die Tür uns wirklich schützt. Ist ein risky Spot. Ich gucke eigentlich gerade nur oben auf der Minimap, ob ich irgendwas Rotes sehe. Das könnte reichen. Aber wenn wir mal gucken, die spotten eher Mitte. Ich bleib nochmal hier. Ich glaube, die kommen gleich. Die kommen da nicht durch. Bombe liegt aber. Stark. Ah! Habt ihr da chillt? Als ob der da chillt. Junge, ich hätte echt erwartet, dass der oben auch ist, ne? Aber gut. Hat er stark gemacht. Hat er da stark gemacht. So, eben nochmal ein Stückchen hier einfüllen in mein Gläschen. Immer schön viel trinken. Auch in den Counter-Strike kommen. Alter, wir nehmen schon 50 Minuten auf. Und ich glaube, so Estimated Time ist so 60 bis 90 Minuten tatsächlich, ne? Also es kann so, ich meine, wir sind jetzt hier auch fast am Maximum. Was so die Zeit angeht. Let's go, let's go. So, die wissen, die kennen den Spot aber jetzt noch nicht, wo ich eben saß. Das bedeutet, hier wird mich keiner vermuten, glaube ich. Was schießt du? Flashbang. Ich hab B. Wir haben das hier. Die sollen schön sich alle um A kümmern. Einer in Mitte bleiben, genau. Das ist genauso. Richtig. Siehst du, wir haben wieder einen. Und gleich werden die merken, oh, wir müssen mal B gehen. Nächste Runde, wenn wir jetzt wieder gewinnen, gehen die mal straight up B. Das ist jetzt schwierig. Ich hätte früher rotieren sollen. Ich dachte, der ist lang. Shit. Ja, wenn ich ein bisschen besser spielen würde, dann wäre hier noch ein bisschen mehr drin. Gehen die jetzt vielleicht trotzdem auf B?
Wenn die jetzt gewinnen, gewinnen sie. Wenn sie jetzt verlieren, können wir noch den Draw schaffen. Bei Counter-Strike gibt es ja den Draw. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Overtime gibt. Tatsächlich. Der Arme, ne? Und so auch von mir aufs Maul bekommen. Noch sieht es ganz gut für uns aus, dass wir hier Punkte machen können. Kann ich noch Bonnie hoppen? Auf A ist jetzt was gestorben, okay. Der Blau geht auch auf A. Ich scoute. Hab ihn gefunden. Ich meine, ich muss da nicht sterben, ne? Der kann jetzt auch nur noch auf B gehen. Der kann nur noch auf B gehen, by the way. Der kommt doch. Er schafft's nicht mehr mit dem Plant. Ist egal. Er schafft's nicht mehr mit dem Plant. Jetzt nicht sterben noch. Muss nicht sein. Jetzt haben die eine Arbe. Final Round! Bleibt also nochmal spannend. Es liegt leider nicht an mir, dass wir noch an dem Punkt sind. Also danke an meine Teammates, die mich hier gecarried haben. Vor allem Orange mittlerweile Platz 1, ne? Der die ganze Zeit AFK war. Der jetzt wieder AFK ist, by the way. Jetzt will ich das. Ich versuche die zu sneaken von hinten. Ich versuche von hinten schön einen mitzunehmen. Dahin. Okay. Letzte Runde. Wir beide gegen Orange. Ich habe keine Rüstung. Er ist gerade links gecrossed. Habe ich doch noch am Ende den Draw geholt. Wahnsinn. Habe ich es am Ende dann doch noch geschafft, den Draw zu holen. Puh. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. War jetzt auch nicht irgendwie eine Zerbersung von mir oder so. Man hat schon gesehen, ich struggle hier und da noch ein bisschen. Zack, Major Rang 30 hier, Junge. Geil, auch nochmal bekommen. Da kriegt man immer irgendwie ein Geschenk, oder? Wenn man Level Up hat oder so, gibt es das hier nicht. Was habe ich denn hier? Habe ich irgendwas erreicht? Ich habe meiste 3 Abschüsse, 3 Stück. Und ich bin Silber 4 oder so geworden. Geil. Oder? Ja. Silber 3. Silber 1, 2, 3. Ja, es sind 3. Ja, das war's an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Sagt mir mal, ob ihr mehr wollt und startet mir ein paar Skins vor. Tschüss.